Schlimmste Frage, weil nicht so kurz zu beantworten, ist immer die: Was ist der rote Faden, der sich durch euer Programm zieht? Ich hasse diese Frage. Aber von außen betrachtet kann ich mir vorstellen, dass sich die stellt. Man kann sagen, es gibt, was die Künstler angeht, mit Sicherheit den Faden, dass für uns, und das ist erstaunlich, dass das bei uns passiert, ohne dass wir oft darüber reden, sondern da sind wir uns oft unausgesprochen einig. Es muss einfach was sein, da muss jemand sein, der muss was wollen, der muss was Eigenes wollen und der muss natürlich auch was zu sagen haben. Es ist toll, wir kriegen viele Sachen geschickt. Es gibt einfach ganz viele junge Leute, die Musik machen, was ich super finde, ja, selber was machen. Natürlich jetzt im Zeitalter dieser problemloseren digitalen Geschichten mehr noch. Ja. Aber du hast natürlich ganz oft Junge, die jetzt zum Beispiel eine Band Tokotronic, die irgendwann mal sehr bekannt war, da haben wir einfach wirklich 2, 3 Jahre lauter kleine Tokotronics gekriegt. Ja. Das ist natürlich dann nicht, das ist nicht das, was wir suchen. Aber das, wo Leute einfach da sind, die so einen ganz eigenen Ausdruck für sich finden. Advenger zum Beispiel, ein Duo aus Österreich, Akkordeon und Schlagzeug, die eigentlich zum einen aus dem Punk kamen, aber zum anderen auch schon vorher traditionelle Musik gemacht haben. Das heißt, mit ihren Eltern, der Hansi, Hans-Peter Falkner zum Beispiel, Akkordeon mit seinen Eltern auch gespielt hat, die haben was mitgebracht und die haben was entwickelt und wollten was damit machen und wollten damit was ausdrücken. Hans Söllner natürlich sowieso, ja, da war ja, das liegt sehr auf der Hand. Es geht immer eigentlich darum, dass das einen eigenen Ausdruck findet, dass Leute das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Ich habe jetzt gar kein Problem damit, wenn es jemand musikalisch gut kann. Also ich habe es schon gerne, wenn es gut klingt. Was es ja früher und auch beim Trikot natürlich viel gab, also dieser gefeierte Dilettantismus, das war nie wirklich meins. Also ich stehe total drauf, wenn was gut klingt und wenn einer gute Melodien hinkriegt und dann noch was singt und vielleicht sogar singen kann, super. Aber es war nie ein gefeierter Dilettantismus. Das war außerhalb natürlich so in diesen Musikszene-Kreisen, die sowas zum Teil proklamiert haben. Das war einfach ein Dilettantismus, den man hingenommen hat, weil die Kern von der Person in seiner Ausdrucksfähigkeit uns wichtiger war als eine ausgefeilte musikalisches Können. Aber das war vor meiner Zeit. Das hätte ich nicht ausgehalten. Also das waren Sachen, mit denen ich kannte die gar nicht, aber hätte ich Probleme gehabt. Aber dass Leute aus dem Schema rausfallen, das hast du ja gerade selbst gesagt. Das Naja, ist ja darum geht es mir gar nicht. Natürlich sollen die aus dem Schema rausfallen, aber das kann ja gut klingen, ja. Und das kann durchaus jemand sein, der. Ich meine, natürlich kannst du sagen, so ein Hans Söllner zum Beispiel, der wirklich jetzt kein Virtuose an der Gitarre ist, der aber als Person und in dem, was er zu sagen und zu singen hat, so beeindruckend und kraftvoll ist, dann nehme ich das ja auch hin, ja. Also da finde ich, da passt es, da gehört es auch hin, ja. Aber jetzt zum Beispiel auch Brass Banda, wo du sagen kannst, die haben bis auf einen alle Musik studiert, sind perfekt an ihren Instrumenten und trotzdem haben die was geschaffen, was Eigenes ist. Ja? Erinnert dich, als wir die gehört haben, diese Mischung aus Bläsern, also Brass, ja, mit einem Bass, mit einem kräftigen Schlagzeug und dann diese bayerischen Texte, das hat uns umgehauen. Und das, natürlich hat das auch was Faszinierendes, wenn du merkst, diese Bläsersätze kommen sowas von auf den Punkt. Und Bläser ist ja eh, also Bläser finde ich ja nach wie vor, das ist ja ein Instrument da, also weil das ja mit deinem Atem praktisch, du gibst deinen Atem raus, das ist für mich ein Bläser, das ist was, das trifft dich immer in der Seele. Also ich weiß jetzt nicht, gibt es vielleicht welche, wo es nicht so ist, aber die meisten Leute, da merkst du, wenn die anfangen zu schieben, boah, das ist wie eine Befreiung. Ja? Ja, und ich meine, da kommt in dem, was die Eva gerade beschrieben hat, kommt also ein Moment raus, wenn man darüber nachdenkt, dann ist es so, dass
dass, also wir haben, für uns gelten keine Standards, was ist eine gute Musik, was ist eine Musik überhaupt, die wir machen wollen oder so, sondern diese Ausdrucksfähigkeit, und die, wenn die gut klingt, umso besser, aber die wird erst zu dem, was sie ist, in der Reaktion von jemandem, der es hört. Und die Ersten, die Publikum sind dann, in der Regel, wenn wir uns entscheiden, wir wollen mit jemandem was machen, sind wir als Publikum, als Fan, als jemand, der begeistert, der selbst für sich, für seine eigene Begeisterung ein Resonanzboden ist, der selbst in sich reinhören muss, Mensch, das gefällt mir. Und dann kann er vielleicht noch darüber nachdenken, warum gefällt einem das? Dann kommt man aber nicht zum Schluss, weil sonst braucht man die Musik, sonst könnte man eine Formel aufschreiben. Wir kommen nicht zum Schluss. Also wir sagen oft zu den, das klingt dann schon so ein bisschen gehoben, aber das ist es so. Das, was du oder ihr macht, das ist, und das Wirkungen auf Publikum hat, egal wie viel das sind, das bleibt irgendwo ein Geheimnis. Da kann man drüber spekulieren. Man kann bei Brass Banda drüber spekulieren, ja, das ist die Verbindung von der traditionellen Musik, dem Instrument, verkörpert vor allen Dingen in Instrumenten, gleichzeitig in der hervorragenden Behandlung dieser Instrumente, was man da musikalisch rausbringt, als, weil es Fachleute sind, der besten Sorte. Aber das alles reicht irgendwie nicht zusammen. Und das verbindet sich dann mit einer Moderne, mit Technomusik, das, was die ja zusammen schrauben. Jedenfalls ist das Entscheidende. Und bevor das eine größere Anzahl von Leuten auf einer Bühne oder vor einer Bühne sagen können, haben es meistens wir schon gesagt, weil wir kommen ja nicht zu irgendjemandem hin, der schon 100.000 Leute anzieht.